Wenn sich alte Menschen selber beispielsweise keinen Mahlzeitendienst oder Haushalthilfe leisten können, können sie seit 2019 bei der Stadt eine Betreuungsgutsprache beantragen. Das ist eine finanzielle Unterstützung, die wir im Rahmen eines Pilotprojekts denen zukommen können, die es nötig haben. Und unser Projekt zeigt Wirkung, darum wollen wir es weiterfahren. Denn alte Menschen haben für unsere Gesellschaft sehr viel geleistet und darum will die Stadt, dass alle, unabhängig von ihrem Einkommen, im Alter ein sicheres und selbstbestimmtes Leben führen können.